Moin liebe Videospielfreunde und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Game Dev Tycoon, dem Let's Play, in dem ihr eure Videospiel-Vorschläge in die Kommentare schreiben könnt, so ist richtig, und wir sie in-game umsetzen. Wir haben das letzte Mal einen richtigen Hit gemacht, und zwar haben wir Battleship Universe erstellt. Das hat von den Leuten eine 9er Wertung bekommen, eine durchschnittliche 9er Wertung, und wir haben damit 25 Millionen ich sag jetzt einfach mal Euro eingenommen. So, wir sind hier in Deutschland, wir haben hier Euro. Ja, ich würde sagen, wir fassen jetzt mal das auf, was der Peter Graue, was ich letztes Mal schon vorgelesen habe vom Peter Graue, denn er hätte gern vielleicht wieder eine Fortsetzung von einem älteren Spiel. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir entwickeln jetzt mal fix eine Fortsetzung von einem älteren Spiel. Ich scroll mal einfach mal richtig zurück. Hello World, City Sim, Alien Attack, Dance Hero, Worldopolis. Das ist ja auch schon ewig hier, ne? Der Weg des Ninja, Road to Victory, Horror Hunt, Angie und die Zombielitica. Das ist ein Spiel von Razer, das weiß ich noch. Slender Woman, irgendwas mit Ninjas. Geld regiert irgendwas mit Ninjas. War doch irgendwie das Transportsimulationsspiel, genau. Transportsim, jetzt aber richtig. Slime, Werwolf Überlebenskampf, Fledermausmann und der Clown, Ghost Detective, Luftabwehr, Power Tower Defense, Ghost Town, Time Trouble war doch aber auch schon eine Fortsetzung, oder? Time Trouble? Gibt es nicht irgendwie Time Trouble schon mal? Oder habe ich mit Future angefangen? Was? Time Trouble war doch auch schon eine Fortsetzung, oder? Ich weiß leider nicht mehr, wie die das davor hieß. Das ist ein bisschen schade jetzt. Ultra Dario Kart, Alien Killer 2. Komm, wir machen Alien Killer 3, würde ich mal sagen. Wer hat den Alien Killer damals vorgeschlagen? Schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare. Ich weiß nicht mehr, wer Alien Killer vorgeschlagen hat. So. Alien Killer 3. Mittelgroßes Spiel für Erwachsene. Aliens. Action. Action. Einfach nur Action. Plattform. M-Box. Play System. Und kommen die Wu nehmen wir jetzt mit rein. Spiel Engine. Empire Engine 03, die wir letzte Folge entwickelt haben. 3D. V2. Und auf geht's, Leute. Mit der neuen Engine. Jetzt geht's richtig los. So, Engine braucht viel, Gameplay so mittelmäßig und die Story Quest braucht gar nichts. Machen das mal so, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Machen wir mal so. Das ist, denke ich, ganz okay. André Lamont macht das Gameplay. Ist André Lamont nicht eher, sollte er die Engine übernehmen? Zwar bin ich besser, aber ich glaube, Gameplay ist eine Kombination aus Design und Technik, deswegen mache ich das lieber. Da bin ich dann besser wiederum. Und die Story Quest ist eine reine Design-Geschichte. So, Videowiedergabe, grundlegende Physik dazu, kooperatives Spielen, selbstverständlich. Alien Killer 3, endlich im Koop. Das wird schön. Okay. Und wenn wir dann dabei sind, können wir wieder zwischen der zweiten und dritten Entwicklungsphase ein bisschen Marketing machen. Die Nu wird nicht länger unterstützt. Wir haben 4 Spiele drauf rausgebracht und 10 Millionen damit eingenommen. Ja, ein bisschen wenig, würde ich mal behaupten. So, guck mal, wir sind in der ersten Entwicklungsphase schon bei 43 Designpunkten und ich glaube 64 Technologiepunkten. Künstliche Intelligenz ist immer noch sehr wichtig, meiner Meinung nach. Das haben wir irgendwie jedes Mal wieder von vorne machen müssen. So. Dialoge macht die Emily Sims. Außerdem kann sie auch gerne Level Design theoretisch machen. So. Dialogbaum, Easter Eggs, verbesserte KI, KI-Gefährten. Können wir auch ein paar Leute mitnehmen? So, in der letzten Entwicklungsphase dürfen wir André Lamont nicht benutzen. Kriegen wir irgendwie hin. Also arbeitet, meine Leute. Arbeitet. Arbeitet!
Okay. Wir sind bei der Technologie auf über 100. Design rückt langsam, aber sicher nach. Spielweltdesign brauchen wir nicht. Grafik, Sound mittelmäßig. Okay, jetzt geht's los. Grafik Emily Sims, ganz klar. Aber Emily Sims darf nicht... Ah, das hat sie aber dadurch. Wir machen mal Spielweltdesign ein bisschen mit 10%. Boah, ist das viel. 5 und hier auch nochmal 5 mehr. Geht gar nicht. Alter Vater. Ich hoffe, das ist okay so. Da haben wir alle auf 100 wieder, kriegen einen kleinen Bonus. Ich hoffe, das Spiel wird trotzdem ziemlich gut. Wir können ja mal bei Gelegenheit auch mal gucken, ob wir eine neue Position besetzen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz an unserem Mitarbeitertisch. Übrigens hat die Emily Sims so, das ist mir die Tage schon aufgefallen, hat Emily Sims den Arschplatz. Also der Platz direkt hinter dem, vor dem Chef, sodass der immer auf dem Bildschirm gucken kann. Das ist der Arschplatz schlechthin in einer Firma. Also das ist echt kacke. So, Bugs entfernt. Das ist richtig krass gerade. Wir haben vergessen, Marketing zu machen. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir machen jetzt noch eine große Kampagne hinten dran. So, wir warten einfach ein bisschen, lassen noch ein bisschen sie ausklügeln hier, während wir eine große Kampagne machen. Und jetzt hauen wir das Ding raus mit 125 Designpunkten. Das müsste ein neuer Rekord sein und auch die Technologie neuer Rekord mit 173. Alter Vater, Levelaufstieg in Leveldesign. Und die Emily Sims hat auch einen Levelaufstieg, das heißt, sie will jetzt auch mehr Gehalt. 77.000, das ist okay. Und wir haben keine Ladebildschirme verfügbar, also Open World quasi, mehr oder weniger. Ich glaube, das gibt es trotzdem nochmal als einzelnen Punkt, aber keine Ladebildschirme, ist schon mal schön. Wir haben erste Bewertung für das Spiel Alien Killer 3 erhalten. Das ist eine 7, unterhaltsam von der Stargames. Eine 8, ich liebe es, von der Inform Gamer. Noch eine 7, nette Erfahrung von der Game Hero. Und noch eine 7, gutes Spiel von All Games, also eine 7,25er Wertung. Chef! Also die Emily Sims sagt uns, Chef, ich habe eben herausgefunden, dass einige unserer treuen Fans ein Fanspiel von Time Trouble Pirates entwickelt haben. Das ist die andere Version gewesen. Time Trouble Pirates und Time Trouble Future entwickelt haben, welches sehr viel Material aus unserem Spiel benutzt. Sie verdienen damit aber kein Geld und machen es anscheinend nur für die Fangemeinde. Unsere Rechtsanwälte schlagen dringend vor, dieses Vorgehen zu stoppen. Was wollen wir tun? Ich würde sagen, wir lassen die Jungs in Ruhe. Ich finde sowas, ich finde eine Community aufbauen und dass die Leute sich da echt bemühen, das ist eigentlich immer positiv fürs Unternehmen, weil ja, die Fans sind halt ganz klar einfach an dem Spiel interessiert und wollen da noch ein bisschen mehr rausholen. Ich denke, das ist okay, wir lassen sie in Ruhe. Da sind Anwälte ein bisschen arschig, glaube ich. Marktanalytiker haben einen merkwürdigen Trend beobachtet, dass Spieler auf der ganzen Welt ein eigenartiges Fable für ungewöhnliche Spiele entwickelt haben. Ungewöhnliche Spiele. Ein Spieler drückte es so aus. Manchmal will man einfach etwas Einzigartiges spielen. Ein Spiel, das nicht auf der typischen Idee von Militär-Action-Spiel oder Fantasy-Rollenspiel basiert, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich hoffe echt, dass die Unternehmen bald ein paar einzigartige Spiele herausbringen. Ich würde sie momentan wirklich bevorzugen. Dieser neue Trend verspricht eine interessante Herausforderung für Spielentwickler zu werden, weil Genre-Themen-Kombinationen, die sonst immer gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr gefragt sind und eher ungewöhnliche Spielideen Erfolg versprechen. Okay, haben wir denn irgendeine ungewöhnliche Spielidee von euch vorgeschlagen bekommen? Ich glaube eher nicht. Ihr macht das schon ganz sinnvoll eigentlich. Ich würde sagen, wir ignorieren diesen Trend einfach, bevor wir da richtig Kacke bauen. Und nehmen einen Vorschlag von dem Peter Grauer mal wieder entgegen, der vorgeschlagen hat, ein Flugzeug-Action-Spiel, klein, mit Demos beworben, online. Oh Gott! Peter! Schreib einen ganzen Satz! Ein Flugzeug-Action, klein, mit Demos beworbenes Online-Spiel, wo man die gegnerische Base zerstören muss, um zu gewinnen und andere Spielmodi. Für alle, da man ja nicht sagen kann, ab 16 oder so, Konsole, mein Playsystem, welches ich eigentlich als einzige Konsole bei mir zu Hause sehe, außer einen Gameboy. Handy ist keine Konsole. Flying Death, der Namensvorschlag. Mein Gott. Okay. Flying Death.
klein für alle. Thema Flugzeug. Jungs, husten. Ah, tut mir leid. Flugzeug. Action. Plattform. Play System. Play System 3. Und starten. So ein kleines Spiel kloppen wir einfach noch nebenbei raus. Ja, das kann gleich so bleiben. Zack, zack, zack. Oh, jetzt kommen schon 6er Punkte hier an. Hallo, ich bin Denise Reed, die Chefentwicklerin des Fangames von Time Trouble Pirates. Ich habe kürzlich erfahren, dass Ihre Rechtsabteilung Ihnen nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen, und ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihnen sehr dankbar dafür bin, dass Sie sich dagegen entschieden haben. Gamebit Empire ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Oh. Seid ihr denn auch stolz darauf, ein Teil der Gamepad Empire Community zu sein? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wir haben 7.500 Fans dazugewonnen. Smiley. So, künstliche Intelligenz lassen wir wieder oben. Okay. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Alien Killer 3, welches vor kurzem von Gamepad Empire veröffentlicht wurde, einen Umsatz von 500.000 erzielt hat, also 500.000 Einheiten wurden verkauft. Konkurrenten wurden dabei beobachtet, wie sie neidische Bemerkungen brummelten. Wir machen einen großen Messestand, wir machen auch Marketing, und zwar eine große Kampagne für ein kleines Spiel. Wir haben jetzt das Geld momentan. Ja, so ähnlich. So. Oh Mann, 25 Bucks, Bucks werden nicht mal mehr, die wir dann abarbeiten müssen hinterher. Okay, dann arbeitet mal schön die Bucks ab. Und da kommt die G3 dazwischen. Was haben wir denn heute für Leute an unserem Stand gehabt? Oh, 650.000 Leute. Wir sind wieder unter den Top 100 auf Platz 92. Und wir stellen fertig. Okay. Levelaufstieg in 3D-Grafik V2. Der Gute kann in den Urlaub. Und es kommen die Bewertungen rein. Eine neuen Action-Spiele funktionieren gut auf dem PlayStation 3 von der Star Games. Ihr Schwerpunkt auf Level-Design tat im Spiel sehr gut von der Inform Gamer. Sehr unterhaltsam von der Game Hero. Und ich liebe es von der All Games. Okay, und wir machen jetzt mal fix Spieleberichte nebenbei. Flying Death. Und von Alien Killer 3, die Fortsetzung von Alien Killer 2. You don't say, Captain Obvious. Und wenn der die Keule jetzt wieder da ist. Die Bemerkungskacke haben wir schon gesehen. Du hast jetzt über 100.000 Fans. Mit einer so großen Fangemeinde sollte es dir jetzt möglich sein, Spiele mittlerer Größe selbst zu veröffentlichen. Das haben wir sowieso schon die ganze Zeit gemacht, weil wir nie mit Publishern gearbeitet haben. So. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Flying Death ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Sound scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Danke. So, du trainierst jetzt mal bitte. Und zwar kannst du Level-Design machen. Hatte ich noch eine andere Idee statt Level-Design? Nee, Level-Design war so mein Wunsch eigentlich, oder? Irgendwas anderes noch, was so ein Mix ist? Hier, das ist noch ein Mix, Spielwelt-Design. Da brauche ich auch mehr Design als Technologie. Das ist nicht so meins. Grafik wäre noch ein Ding. Das ist aber absolut nicht meins. Sound? Warum braucht Sound denn Design? Das hätte ich eher in Technologie gesehen. Oh Gott, dann habe ich die ganze Zeit auch falsch gedacht, als ich... Na egal. Dann würde ich mal sagen, kümmere ich mich selbst um das Level-Design. Ja, ich mache das Level-Design. Das kostet 200 Forschungspunkte. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die Forschungspunkte dafür zusammen haben. Und dann spezialisiere ich meinen Charakter schon mal auf Level-Design. Und dann können wir auch mal gucken, dass wir irgendwie andere... Wir sollten vielleicht schon mal echt gucken, ob wir noch neue Mitarbeiter einsetzen. Aber nicht, dass wir uns gleich wieder nichts ausschließen. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Flying Death 500.000 Einheiten verkauft wurden. Ja, Musikalbum, Goldstatus. Los, Gamepad Empire. Gut gemacht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber erstmal hören wir jetzt die News, denn es warten eine Menge guter Überraschungen in Flying Death auf euch. Das wirklich hervorragende visuelle Design ist nur einer von vielen Gründen, warum Flying Death eure Aufmerksamkeit verdient. An Gamepad Empire sorgt bitte für noch mehr Hits. Roland Keen von der Smash.
Und da kommt die Firma namens Kickit oder Kick-IT. Die hat nämlich großes Medieninteresse auf sich gezogen, als sie in weniger als 8 Stunden die Entwicklung einer Konsole über sogenanntes Crowdfunding finanzieren ließ. Die Ouya, oder wie auch immer sie jetzt hier heißt, die Konsole namens Ouya benutzt eine ähnliche Technologie wie moderne Smartphones und Tablets und bietet Spiele exklusiv über ihren eigenen Online-Store an. Die Ouya ist eine würfelförmige Konsole und viel kleiner als die meisten Gamepads, wobei nicht nur die Größe gering sein soll. Den Entwicklern zufolge wird die Ouya für unter 100 Kronen zu haben sein. 100 Euro. So. Die Ouya. Dazu kann ich vielleicht was sagen. Und zwar, die Ouya ist ja richtig stark gehypt worden und nachdem sie dann rauskam, richtig in die Tonne getreten worden, weil irgendwie alle dachten, ja, irgendwie kommt nichts Vernünftiges dafür raus und die ist ja so schwach auf der Brust und all so ein Pipapo. Also die wurde ja, also man spricht ja gar nicht mehr über die Ouya eigentlich, oder? Und zwar habe ich vor kurzem aber einen YouTuber kennengelernt, der eine Videoreihe zu genau diesem Thema macht. Ich verlinke euch jetzt mal hier seine Videoreihe und dort könnt ihr euch mal über die Ouya informieren. Denn dieser Kerl besitzt diese Ouya und findet sie gar nicht so schlecht, wie sie immer betitelt wird. Denn sie hat doch einige Vorurteile, die gar nicht mehr aktuell sind. Und der gute Herr erklärt das und das finde ich mega cool. Schaut's einfach mal euch an. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Werbung für ihn nebenbei. Vielleicht schreibt ihr einfach mal, wenn ihr bei ihm aufs Video klickt, in die Kommentare, dass ihr von mir kommt. Schöne Grüße vom Gamepad Empire oder sowas. Denn der Kollege kennt mich jetzt mittlerweile auch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt mir wie immer fleißig Spielevorschläge in die Kommentare. Denn wir wollen ja dann weiterkommen. Ja, wie gesagt, geht auf das andere Video. Schickt ihnen schöne Grüße vom Gamepad Empire und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss!